Zuwanderung in unser Sozialsystem hat ein Mass erreicht, das nicht mehr akzeptabel ist. 60% der Sozialhilfebeziehenden sind Ausländer. Ein grosser Teil von denen hat noch nie einen Rappen in unser soziales System eingezahlt. Sie haben aber Ende Monat mehr Geld im Sack als jeder arbeitende Schweizer. Eine Familie hier in der Stadt Bern bekommt 6'200 Franken Sozialhilfe pro Monat. Und das alles steuerfrei. Dass ein Büzer so viel verdient, muss er schon einen sehr, sehr guten Job haben. Es kann doch nicht sein, dass Leute, die noch nie etwas ins System eingezahlt haben, mehr haben Ende des Tages als jemand, der alltag geht, arbeiten. Wir müssen, wie wir das schon bei den Einbürgerungen gemacht haben, wo das kantonale Stimmvolk glücklicherweise meine Einbürgerungsinitiative angenommen hat, dass Sozialhilfeempfänger und Kriminelle nicht mehr eingebürgert werden, müssen wir das gleiche System einführen bei der Sozialhilfe. Ausländer, die übermässig Sozialhilfe beziehen, müssen wir sofort wieder heimschicken, weil wir können nicht die ganze Welt durchführen. Es kostet dieses Heidenvermögen, das wir alle aus unserem Sack müssen berappen. Ich bitte euch, geht alle wählen, geht SVP wählen, dass wir das Sozialchaos in der Schweiz aufräumen können. Besten Dank.